Hallo? So. Ja, liebe Freunde, ich begrüße Sie alle recht herzlich hier im schönen Zemin. Freue mich ganz besonders, dass wir heute unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Julia Glöckner bei uns begrüßen dürfen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Ich glaube, ich muss mich hier an der Stelle nicht vorstellen, ich mache es aber trotzdem. Mein Name ist Franz-Robert Lisko, ich bin der örtliche Landtagsabgeordnete. Ich begrüße natürlich auch meinen lieben Kollegen Philipp Amthor aus dem Deutschen Bundestag. Schön, dass du hier bist. Und selbstverständlich unseren Spitzenkandidaten zur Landtagswahl und noch örtlichen Landrat, Michael Sachs. Schön, dass du hier bist. Ich möchte mich an der Stelle noch herzlich bei Familie Kühling bedanken, die das hier heute möglich gemacht haben, dass wir hier diese Veranstaltung durchführen können. Vielen Dank. Herzlich begrüßen möchte ich auch, ich sitze im Publikum, unsere Vizepräsidentin des Landtages, Frau Beate Schlupp, und meinen lieben Vater und noch Landtagsabgeordneten Eckbert Lisko. Landtagsabgeordnete, Vater auch. Seid ihr zusammen? Ja. Du lieber Himmel. Herzlich begrüßen tue ich auch hier auf dem Podium Stefan Bunge, Bundestagskandidaten aus dem Nachbarwahlkreis 17, beginnt in Demmin. Und ich möchte es jetzt hier nicht unbegrenzt weiterführen, möchte allerdings noch ein paar weitere Gäste herzlich begrüßen. Zum einen den Geschäftsführer des Landesbauernverbandes, Herrn Piel. Herzlich willkommen. Und unsere beiden Altpräsidenten, einmal Gerd Heinrich Kröchert, quasi hier als Lokalmatador mit, und Rainer Tietpel, herzlich willkommen. Und natürlich noch zahlreiche Bürgermeisterin stellvertretend, die örtliche Bürgermeisterin Frau Gaffrey. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir heute nochmal in dieser wirklich entscheidenden, vor dieser wirklich entscheidenden Bundes- und Landtagswahl einen Schwerpunkt setzen können auf die Landwirtschaftspolitik. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür das Beste aufbieten konnten, nämlich, liebe Julia, dass du heute als Bundesministerin bei uns bist. Und ich will Ihnen sagen, das bewundere ich wirklich an dir. Du scheust auch die schweren Termine nicht. Wir haben hier ganz bewusst im Wahlkampf keine Schönwettertermine gemacht, sondern wir waren gerade bei, wie man sieht, dass wir hätten es auch bei gutem Wetter gemacht, aber keine politischen Schönwettertermine. Wir waren gerade bei den Freester Fischern und wir wissen auch, dass wir im Bereich der Landwirtschaft, ich schaue hier in die Runde, sehe viele Freunde, viele, die ich in ihren Betrieben schon besucht habe, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und dass wir auch wissen, dass im Moment nicht alle nur über die CDU jubeln. Umso mehr war es uns aber wichtig, hier einen Schwerpunkt zu setzen auf die Landwirtschaftspolitik, und wir freuen uns, liebe Familie Kühling, dass wir heute bei euch sein können, denn wir müssen an diesem Tag eines unterstreichen. Wenn man sagt, die Bundestagswahl und die Landtagswahl ist eine Richtungswahl zwischen Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot oder einer CDU-Regierung, dann heißt das nicht nur, dass es die Wahl ist zwischen unterschiedlichen politischen Systemen, sondern es ist auch die Wahl eines Endspiels für die Landwirtschaft. Denn eines muss klar sein, wenn man zwar sieht, dass die Ministerpräsidentin dieses Landes und ihr Landwirtschaftsminister Till Backhaus gerne große Sonntagsreden auf die Landwirtschaft halten und dann doch Zentrumspolitik betreiben, dann ist es das, was wir nicht aufrichtig finden. Wir sehen, dass die SPD unterwegs ist, doch nur Politik für die Städte macht und versucht, die Grünen in ihrer Ökopolitik zu überholen. Wir sehen, dass die FDP im Moment natürlich bei vielen Landwirten auf Stimmenfang geht, aber ich sage immer, wir müssen in Sorge sein, dass derjenige, der von Christian Lindner träumt, dann doch mit Anton Hofreiter aufwacht, wenn sie zum Steigbügelhalter einer linken Regierung werden. Und wir sehen, dass viele dann doch unterwegs sind auch und sagen, die AfD bietet uns Raum für Protest. Da sagen wir, das sind Stimmen, die uns fehlen im Kampf für den ländlichen Raum. Und deswegen ist auch das zentrale Signal dieser heutigen Veranstaltung für den ländlichen Raum und für die Lebensrealität hier bei uns in Vorpommern und in Mecklenburg gibt es nur eine Partei, die das glaubwürdig vertritt bei allem Widerstand, und das ist die CDU, liebe Freunde. Und es geht darum, dass wir das heute unterstreichen, auch im Diskurs über viele Themen, die anstehen, die umstritten sind. Und deswegen freuen wir uns, von dir einen Einblick zu kommen und in ein gutes Gespräch miteinander zu gehen. Und
Jetzt steht trennend zwischen diesem guten Dialog nur noch die noch besseren Worte unseres Landesvorsitzenden und der kurze Blick auf den Betrieb. Also herzlichen Dank, dass ihr alle heute bei uns seid. Liebe Julia Klöckner, ich freue mich ganz besonders, heute hier in dieser Runde viele, viele bekannte Gesichter zu sehen, denn ich bin in dieser Region aufgewachsen, verwurzelt. Mit vielen, die heute sind, habe ich ganz privat, aber auch beruflich zu tun gehabt in meinem bis jetzigen Leben. Und ich freue mich umso mehr, dass Sie heute hierher gekommen sind, um ein Stück weit zu hören, was uns in den nächsten 4 Jahren im Bundestag, aber in den nächsten 5 Jahren auch in der Landespolitik als Themen begleiten werden. Und Philipp hat es eben wunderbar gesagt, es ist eben eine Richtungswahl und zwar ganz besonders in diesem Jahr. Und wir müssen uns entscheiden im ländlichen Raum, was wir wollen. Es wird vielmehr darauf ankommen, eine Antwort zu geben, wo werden wir hingehen? Wo wird sich dieses Land hin entwickeln, bundesweit, aber auch landesweit? Und die Frage ist wirklich, welche Rolle wird der ländliche Raum spielen? Ist es ein Raum, über den bestimmt wird oder der noch mitbestimmen wird? Und das allen sollte uns sehr zu denken geben bei dieser Entscheidung, die wir alle allein in der Wahlkabine treffen werden. Philipp hat viele Themen angesprochen schon. Die Landwirtschaft ist hier allpräsent. Das ist der ländliche Raum schlechthin. Und so freue ich mich, heute hier einmal auf der Bühne zusammenzustehen und die Themen ein Stück weit zu diskutieren, die uns in den nächsten 5 Jahren begleiten werden und wo wir, glaube ich, als CDU im Land Mecklenburg-Vorpommern doch einige gute Ideen und auch Antworten haben auf die Dinge, die drückend sind. Und manch ideologische Ideen, lasst sie uns bitte im Keller lassen, in der Mappe lassen, derer, die gerade verteilen wollen. Es ist nicht Zeit für Experimente, sondern wir müssen hier arbeiten und leben und das wollen wir gut und selbstbestimmt. Herzlichen Dank und ich übergebe jetzt weiter. Ich denke, alle warten auf Julia Klöckner an dieser Stelle und damit übergebe ich sehr gerne. Kurz noch die Kühling. Michael und Andreas, ja klar. Ja, schönen Dank, Michael. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier in Vorpommern, Zermin, eine sehr, sehr strukturschwache Region. Wir sind besonders stolz, wirklich auch mal eine Bundesministerin da zu haben. Wir haben schon verschiedene Landesminister da gehabt. Sie befinden sich hier bei der Familie Kühling. Wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Wir führen ihn zusammen mit unseren Frauen, mit unseren 14 Mitarbeitern, die auch alle weitestgehend da sind. Winkt mal einmal. Hi, da seid ihr. Ohne euch läuft gar nichts. Wir haben hier ungefähr 5000 Mastschweine, sind ein sogenannter landwirtschaftlicher Veredelungsbetrieb mit 1000 Hektar Marktfruchtfläche und einer inzwischen sehr intensiven Bioenergie-Schiene, Photovoltaik, Biogasanlagen und so weiter und seit 2 Jahren auch im Betrieb mit einem Wärmenetz, wo wir regenerativ Energie erzeugen. Nur um mal ein paar Zahlen zu sagen, wir versorgen mit der Strommenge, die wir hier herstellen, unser gesamtes Amt rechnerisch. Mit Strom. Ich glaube, das ist auch eine Leistung, die wir Landwirte inzwischen bringen und wo auch ein Augenmerk drauf liegen kann. Wir können nicht nur Ackerbau, wir können auch andere Dinge und unter anderem auch Energie. Aber ich will das nicht in die Länge ziehen. Ich möchte alle Gäste begrüßen. Herzlich willkommen in Zermin und wir wollen die Zeit nutzen für eine rege Diskussion. So, jetzt habe ich das Zeichen bekommen, jetzt bin ich dran. Freue mich sehr, sehr geehrte Herren hier oben. Und grüße jetzt erstmal Ihre beiden Frauen. Sie haben gesagt, wir machen den Betrieb mit unseren Frauen. Vielleicht ist es ja so, dass die Frauen das mit Ihnen hier machen. Und insofern grüße ich die Frauen ganz herzlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ich eben hierher kam, war ganz nett, wurde ich gerade gefragt, ob ich ein Bier wollte, ein Mädchenbier. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Mädchenbier ist, ein Radler. Ich habe gesagt, das könnt ihr dem Philipp geben, gebt mir ein richtiges. Nein, Philipp hat dann auch ein richtiges genommen. Er hat auch und dann ist es auch noch ein Bitburger. Das heißt, Sie wissen, ich komme aus Rheinland-Pfalz und will nur sagen, wir sind dankbar für alle Landwirte aus ganz Deutschland, die seit Wochen jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz sind, vor allen Dingen an der A, wo wir eine Hochwasserkatastrophe haben, das kann man sich nicht vorstellen. So stelle ich mir Krieg vor, so wie das aussieht. Dort alles zerstört, 60 Brücken rein. Wir haben dort Landwirte, ich selber komme auch aus dem Weingut, aber etwas weiter entfernt von der A. Ich komme von der Nahe, kleines Dorf, 2600 Einwohner. Bin in der Landwirtschaft groß geworden, wir haben zu Hause auch ein Weingut. Und diese Winzer dort an der Ahr, aber auch Landwirte, dazu will ich nämlich gleich was sagen, weil wir heute Kabinettssitzung hatten, die haben da echt alles verloren. Das sind Winzer von 68 Betrieben, sind 65
zerstört. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben Landwirtschaft. Sie erkennen diese Äcker gar nicht mehr. Futter ist weg, Futterzwecke haben wir. Deshalb gebe ich jetzt die ökologischen Vorrangflächen frei. Das ist Kleegras zum Beispiel, was sonst nicht möglich ist, sondern nur für Weidetiere vor Ort. Wir haben dort wirklich die Landwirtschaft, da sind Ställe weggeschwommen, Tiere, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann kamen aus ganz Deutschland, und ich weiß auch aus Mecklenburg-Vorpommern, Landwirte mit ihren Gerätschaften. Das ist ganz gut, wenn man schon das Land der weiten Felder ist, dann hat man keine kleine Schmalspurschlepper, sondern ein richtiges Gerät. Und dann kann man auch was schaffen und wegschaffen dort. Das wollte ich zu Beginn einfach sagen, weil in solchen Notsituationen, da denkt man über Ländergrenzen hinweg. Und da will ich einfach Danke sagen, denn die Landwirte und auch Lohnunternehmer waren diejenigen, und das ist so mein Aufhänger, die nicht lang gefragt haben, sondern sehr, sehr pragmatisch rangegangen sind. Die gucken, die wissen, was zu machen ist und machen dann halt. Das wollte ich zu Beginn noch sagen. Und es war ein gutes Stichwort, was ihr beide eben auch genannt habt, das Thema ländliche Räume. Ich bin heute da, um über ein paar Themen zu sprechen, sie nur anzureißen. Wir werden nie alles hinkriegen, aber ich will heute über die Fragen auch des ländlichen Raumes sprechen oder der ländlichen Räume. Es gibt nicht den einen ländlichen Raum. Aber ich will Ihnen sagen, hier geht es schon so um einen Deutungskampf mittlerweile, habe ich den Eindruck. Über die ländlichen Räume redet jeder, über Landwirtschaft redet auch jeder. Wir haben 80 Millionen Ernährungswissenschaftler, 80 Millionen Hobby-Agrarwissenschaftler. Jeder weiß immer das, was er aber eigentlich nicht so gelernt hat, auch beziehungsweise sich damit beschäftigt. Und da hat Landwirtschaft heute ziemlich viel auszuhalten und im Übrigen die ländlichen Räume auch. Was will ich damit sagen? Die ländlichen Räume sollen nicht einfach nur Kompensationsorte sein für die Wünsche der städtischen Bevölkerung. Und den Eindruck habe ich manchmal, wenn es um Windräder geht, also in der Hauptstadt will nie jemand ein Windrad irgendwie haben, aber gerne dann in den ländlichen Räumen. Da bin ich nicht dagegen, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber das soll nicht nur Wochenendromantik sein oder Rückzugsort sein, denn die ländlichen Räume sind die Kraftzentren unseres Landes und hier stehen Unternehmen und eben keine nostalgischen Höfe. Und das ist das, was wir wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wie Sie es wahrnehmen. Aber das, wenn Sie Verbraucherinnen und Verbraucher fragen, was Sie sich unter Landwirtschaft vorstellen, dann soll das meist klein, schnuggelig und kuschelig sein. Dann ist das meist so eine Vorstellung, ein paar Hühner, ein paar freiläufende Kühe und irgendwie pfeifend die Bäuerin über den Hof mit der Milchkanne. Aber wir alle selbst haben ein neues Handy, fahren mit Navigationssystem, nutzen irgendwie Alexa oder Siri. Wir alle sind modern unterwegs, nur bei der Landwirtschaft. Ist man skeptisch, wenn sie modern unterwegs ist und dann stempelt man das mit Industrie ab, dann stempelt man sie als Tierquäle ab und stempelt es ab, als sei alles Ackergifte, was genutzt wird. Und das ist ein Problem, sage ich Ihnen. Warum? Komm wieder zu meinem Dorf. Bei uns in Guldenthal waren, als ich klein war, ist auch schon ein bisschen her, bin Jahrgang 1972, als ich bei uns im Dorf hatte fast jedes einmal viertes Haus, wenn sie geguckt haben, jedes vierte irgendwie, hatte etwas mit Landwirtschaft zu tun. Und sei es nur Nebenerwerb. Aber die Leute und die Kinder hatten ein Gefühl für Landwirtschaft, dass nicht jeder Jahrgang gleich ist, dass wenn man sich um Tiere kümmert, man sie eigentlich gut behandeln soll, weil sonst ist die Arbeitsgrundlage auch weg. Und die hatten alle ein Gespür. Heute können sie durch unser Dorf fahren, da gibt es ein paar große. Aber immer weniger Leute, die mit Landwirtschaft was am Hut haben. Und heute ist es so, auch ich in meiner Rolle als Landwirtschaftsministerin stehe ganz anders im Fokus als meine Kollegen noch vor 20, 30 Jahren, weil die Zielkonflikte viel größer geworden sind. Wenn Sie heute Verbraucher fragen, was Sie von Nahrungsmitteln erwarten, sie sollen regional erzeugt sein, aber irgendwie soll der regionale Erzeuger keine Emissionen haben. Da soll man jetzt nicht riechen, dass es Schweine gibt. Sie wollen auf der anderen Seite gerne ökologische Lebensmittel haben, am liebsten ohne Pflanzenschutzmittel. Aber wenn die in den Lade gehen, den Apfel mit dem Wurm drin und die, die irgendwo ein paar Dellen haben oder nicht so aussehen, wie man sich's wünscht, die werden liegen gelassen. Und dann heißt es, wir wollen Fleisch, wir wollen, am liebsten würden wir ja Fleisch essen von Tieren, die nie geschlachtet worden sind. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass man einem der Bezug da auch fehlt. Deshalb fehlt das Wissen, die Wertschätzung und für sie die Wertschöpfung. Das hängt alles miteinander zusammen. Aber warum erkläre ich das? Oder warum ich muss Ihnen nichts erklären. Aber warum beschreibe ich das? Weil es ohne Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich nicht geht. Und eine Landwirtschaft muss gesellschaftlich akzeptiert sein. Da kann man sich auf die Kopfstelle hin oder her. Und ich weiß, auch ich mute Ihnen viel zu.
Aber es hilft nichts. Wir müssen vor die Welle kommen. Und wir dürfen nicht so lange warten mit Veränderungen der Landwirtschaft, bis der Bahnhof abfährt und man selber sitzt im Zug und der bleibt aber stehen. Ich habe mir Ihre Homepage angeschaut. Ich weiß nicht, wer die macht. Ich fand das ganz interessant. Ich finde das einen klugen Ansatz, wie Sie das machen. Sie haben erklärt mit der Beregnung. Sie haben erklärt, wie Sie Düngung ausbringen, wie Sie präzise, wir sprechen ja auch von Precision Farming heute. Mir persönlich geht es nicht und auch unserer Politik als CDU. Uns geht es nicht darum, von allem oder nicht zu sprechen. Gar keine Pflanzenschutzmittel. Natürlich brauchen wir Pflanzenschutzmittel. Wir Menschen, wenn wir krank sind, nehmen auch Medikamente zu uns. Und wenn eine Pflanze krank ist, dann braucht die auch Schutz. Im Übrigen ist das im Sinne des Ressourcenschutzes, auch um das zu sagen, wenn eine Ernte kurz vorm Verlust steht, ja, dann müssen doch gerade die rufen, die sonst immer für Ressourcenschutz sind und für regionale Erzeugung sind, dass wir diese Ernten schützen können. Und diesen Gesamtzusammenhang, ich wünsche mir das ja, dass wir das viel mehr in den Schulen auch lernen, dass wir da entideologisieren. Denn am Ende geht es doch darum, wer regionale Lebensmittel will, Stichwort Corona-Krise, ist die Akzeptanz massiv nach oben gegangen. Die Hofläden, ich weiß nicht, wer von Ihnen einen hat, eine Umsatzsteigerung. Ich hoffe nur, dass das nicht nur eine Momentaufnahme ist bei den Verbrauchern, sondern ein Trend wird. Aber wer regionale Lebensmittel will, Leute, der braucht auch den regionalen Bauern. Egal wie groß er ist. Bei uns, wir haben nicht so große Betriebe wie Sie hier, aber dafür sind wir in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich meine, dass die Landwirtschaft diese Vielfalt auch braucht, die wir in Deutschland haben. Gucken Sie mal nach Bayern, nach Baden-Württemberg, 60% Nebenerwerbslandwirtschaft. Das ist was ganz anderes als hier. Und deshalb halte ich auch nichts davon, ständig davon zu sprechen, die Großen sind Industrie und schlecht, die Kleinen sind schnuckelig und gut. Wissen Sie, es gibt ganz, ganz kleine Ställe, ganz goldig. Kein Licht, Anbindehaltung, 24 Stunden. Das ist kein Tierwohl. Also die Größe eines Betriebes sagt nicht automatisch etwas über die Qualität eines Betriebes. Es gibt kleine Betriebe, die sind schlecht oder gut und große, die sind schlecht oder gut. Und deshalb müssen wir auch gucken, und das war mein Ansatz bei der europäischen Agrarpolitik, dass wir gesagt haben, wenn große Betriebe mit viel Ackerbau, aber die Ziele einhalten der Nachhaltigkeit, nicht produktive Fläche, Gewässerrandstreifen, je nachdem, wo sie halt liegen, ökologische Vorrangflächen, Landschaftselemente, sag ich, dann ist doch egal, wie groß der Betrieb ist, wenn er die Ziele erfüllt, dann ist es doch richtig und dann muss das auch entlohnt werden. Klar gibt es Kostenvorteile, je Hektar man hat. Deshalb haben wir auch uns entschieden zu sagen, dass die ersten Hektare mehr gefördert werden, dass die Junglandwirte mehr gefördert werden. Aber wir müssen rauskommen aus diesem Schwarz oder Weiß, aus diesem Gut und Schlecht, aus diesem Klein gleich Gut, Groß gleich Schlecht. Landwirt immer Tierquäler und Ackergiftausbringer. Und wie schaffen wir das? Ich glaube nicht, indem die Landwirtschaft eine Wagenburg macht und die anderen und sagt, das sind alles irgendwie grüne Spinner oder die haben all keine Ahnung, sondern indem wir wirklich, und das will ich nochmal sagen, was Sie, Herr Kühling, auf Ihrer Seite auch wirklich versuchen, zu erläutern, zu erklären, was macht Landwirtschaft? Warum gibt es unterschiedliche saisonale Erfordernisse? Und wie ist Ihr Kreislauf, Ihre Kreislaufwirtschaft? Sie haben verschiedene Standbeine, verschiedene Unternehmen auch gegründet und das macht Sie unabhängiger. Klar, und das ist gut. Aber ich will auch sagen, was die Bevölkerung umtreibt, ist ja am Ende ein gutes Gefühl zu haben. Die allermeisten wollen einfach ein gutes Gefühl haben. Beim Essen und beim Trinken ändern sollen sich die anderen, aber mal selbst. Also nur mal ein Beispiel, was Rot und Grün fordern ist, dass ich zum Beispiel auf schlechte Lebensmittel höhere Steuern draufsetze. Jetzt sagen Sie mal, was schlechte Lebensmittel sind. Also erstmal bin ich froh, dass wir Lebensmittel haben in Deutschland. Und wenn wir keine haben, dann sieht das so aus, wie in der Corona-Zeit, als zeitweise die Grenzen geschlossen waren und plötzlich die Deutschen wie verrückt Hefe und Mehl gekauft haben. Die haben bis heute nicht gebacken, da bin ich sicher damit, dass die meisten überhaupt nichts mit der Hefe gemacht haben. Aber sie haben es mal gekauft, weil sie Sorge hatten, dass es nichts mehr gibt. Und diese Selbstverständlichkeit, dass unsere Discounter ständig voll sind mit Lebensmitteln aus aller Welt. Und jetzt kommt's, und das finde ich das größte Problem bei uns. Zu Dumpingpreisen, gerade tierische Produkte, Fleisch, gibt es in Deutschland wie in keinem anderen Land so billig als Lockangebote, dass die Leute in den Discounter, in den Laden reinkommen. Und die sind ja jetzt nicht der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Aldis dieser Welt. Die holen das beim Toilettepapier oder beim Waschmittel mischkalkulatorisch ja wieder rein.
Aber das Lebensmittel, Ihre Produkte, Ihre Ware als Lock- und Ramschangebote ins Plättchen gestellt werden, um die Leute zu bringen, das halte ich wirklich für ethisch unmoralisch. Aber es wird auf Dauer ja nichts angeboten, was nicht auch gekauft wird. Das sind die gleichen Verbraucher, die sich höchstes Tierwohl wünschen. Und ich finde das auch für richtig, ehrlich gesagt, dass wir einen Anspruch haben, ich sage es jetzt mal Stichwort Schöpfung und Kreatur, mit Tieren ordentlich umzugehen. Und wenn Tiere geschlachtet werden, sollen sie ein gutes Leben gehabt haben. Und da hat sich die gute fachliche Praxis, das hat sich auch verändert im Laufe der Jahre. Ich war früher dabei, wenn wir jetzt mal auch bei der Beizung, ich weiß, wie wir daheim gebeizt haben früher, könnten wir heute nie mehr so machen. Oder wie die Spritze, gell, einige nicken gerade. Da hat man auch mal die Beizung in einem Mischding gemacht. Das wäre ja heute gar undenkbar. Oder wie man dann mal die Spritzbrühe gerührt hat. Heute undenkbar. Aber das haben die damaligen Landwirte nach bester fachlicher Praxis und Gewissen gemacht. Und das Wissen, was wir heute haben, wird sich auch verändern für morgen und übermorgen. Das soll nicht ihren Berufsstand in Frage stellen. Aber wir entwickeln uns mit der Landwirtschaft. Deshalb mute ich Ihnen, das weiß ich, mit Insektenschutz, mit Düngeverordnung einiges zu. Wir haben halt auch ein paar Gerichtsurteile aus Brüssel und auch mit der Tierhaltung. Aber ich will Ihnen sagen, wir sind heute in einer anderen Zeit und das Thema Tierwohl spielt für die Leute eine unglaublich große Rolle. Jetzt geht es mir nicht darum, ob es Fleischersatz gibt. Ich sage Ihnen mal, mein Vater, der leider nicht mehr lebt, der hat gesagt, als wir Sushi gegessen haben, wir Kinder, sagte, ich esse doch keinen rohen Fisch. Heute, wenn jetzt die Kinder meines Mannes sagen, sollen wir mal Insekten probieren, da sage ich, ich soll die doch schütze und nicht essen. Und die nächste Generation wird wieder anders essen. Das heißt, unser Konsum verändert sich und deshalb auch die Erfordernis, was Landwirte auch produzieren. Aber wir werden immer Landwirtschaft brauchen. Und wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir die Ziele Klimaschutz, Umweltschutz, aber bitte auch Ernährungssicherung hin. Wir haben in Deutschland einen Import von Obst und Gemüse rund 70%. Halte ich für hochproblematisch. Das hat mit Selbstversorgung nichts zu tun. Beim Schweinefleisch sind wir anders. Aber wir exportieren natürlich auch Teile des Schweins, was wir hier nicht essen. Das ist in anderen Ländern Delikatesse. Wir sind sogar Nettoimporteur, was Edelstücke anbelangt. Da ist unser Verbraucher dann nicht so nachhaltig, muss man auch sagen. Und wenn wir die Anforderungen an mehr Tierwohl haben, mehr Platz, mehr Bewegung, anderer Transport, Stichwort Ferkelkastration auch, dann muss das sichtbar sein, aber dann muss es auch bezahlt werden. Und ich glaube ja, unser Fleischkonsum wird sich verändern, der nimmt ab. Aber ich sage, wenn wir weniger Fleisch essen, ist okay, aber bitte dann hochwertiger und auch mehr bezahlen dafür. Weil keiner der Landwirte sagt, mein Glück besteht darin, dass ich 10.000 Stück Vieh habe. Sondern sagt, mein Glück besteht darin, dass meine Familie von der Arbeit leben kann, die wir hier an den Tag legen. Und das müssen wir hinkriegen. Und ich weiß auch, Sie wünschen sich manchmal von der CDU, dass sie Ihnen das verspricht, so wie es immer war und dass es so bleibt. Das bringt mir vielleicht Applaus. Das ist so wie bei uns daheim, bei den Kindern, wenn wir sonntagsabends sagen, mit den Hausaufgaben und ich würde sagen, nee, müsst ihr nicht machen, dann ist die Stimmung sonntags super. Aber wenn am Montag der Test geschrieben wird, halt nicht, gell? Und deshalb sage ich, bevor Gerichtsurteile bei uns Politik machen, will ich sie fit machen. Und deshalb ist das Thema Borchert-Kommission, können wir gerne darüber diskutieren. Ich will Ihnen nicht einfach ein Gesetz überstülpen, dass wir viel höher in den Standards sind als das Ausland, sondern ich will, dass wir anspruchsvoller werden, aber ich will, dass Sie das schaffen mit unserer Unterstützung und auch der Begleitung. Und wer sagt, wir brauchen höheres Tierwohl? Der muss dann auch über eine Tierwohlabgabe beim Endverbraucher das Geld für den Stallumbau auch kriegen. Und ich habe erreicht jetzt auf EU-Ebene, das war vorher nicht möglich, vorher galt es immer nur 40% Maximalförderung für Stallumbauten, Tierwohl. Und maximal 7 Jahre. Ich habe jetzt erreicht, dass die Förderzeiträume unbegrenzt sein dürfen. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das heißt, wir können jetzt Förderungen vornehmen, wenn das Ziel das Tierwohl ist. Und wir können, vielleicht haben Sie jetzt Spaß dran, bis 80% fördern. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist mein Punkt, den ich Ihnen gerne erläutern will. Wir haben Ziele, die anspruchsvoll sind. Aber ich verspreche Ihnen auch, dass wir als Union, anders als Rot und Grün, statt nur Forderungen zu stellen oder Gesetze zu machen, Ihnen die Instrumente dafür auch in die Hand geben. Und der Handel, 85%, die 4 Großen haben es in der Hand. Ich finde das kartellrechtlich
nicht unproblematisch, um es freundlich auszudrücken. Ich habe deshalb ein Gesetz gegen unfaire Handelsbedingungen erlassen. Zusammen, und da danke ich im Übrigen Philipp Amthor, der mich da sehr stark unterstützt hat, und Ihr Spitzenkandidat, der hat das Herz am rechten Fleck, will ich nur sagen, und auch Ihre Kandidaten, auch für den Landtag und für den Bundestag. Die wissen, die kommen von hier, die wissen, was los ist. Und deshalb ist Maß und Mitte und Augenmaß so wichtig. Und das will ich Ihnen beim Umgang mit dem Wolf sagen. Das Thema Wolf ist ein hochemotionales Thema. Sie glauben gar nicht, was ich alles in meinem privaten Briefkasten habe. Gestern wieder Demonstranten, Sie kennen Extinction Rebellion, also die trifft man vor 11 Uhr nicht an, das ist zu früh sonst, aber dann machen sie Sitzstreiks, bei uns vor Ministerium und ansonsten, da geht es dann so ein bisschen rund. Wissenschaftliche Grundlage, im Übrigen sage ich das auch, wenn die uns sagen, ja Frau Klöckner, Sie müssen unbedingt gesetzlich festlegen, dass der Aufbau von Humus in den Äckern innerhalb von 3 Jahren geschehen muss. Da habe ich gemerkt, auch bei Fridays for Future, wärt ihr doch besser freitags in den Bio-Unterricht gegangen. Weil in 3 Jahren kriege ich keinen Humus aufgebaut. Da brauche ich dann die 7, die 8 Jahre, manchmal sogar 10 Jahre. Wir können biologische Prozesse nicht außer Kraft setzen, aber ich kann es fördern, wenn es um die Moorschutzstrategie geht, wenn es um breitere Fruchtfolgen geht, Ackerbaustrategie, wenn es um Humusaufbau geht. Das kann ich Ihnen fördern, das machen wir jetzt mit der gemeinsamen Agrarpolitik Europas. Wir honorieren die Leistung, die Sie für die Umwelt und für das Gemeinwohl auch tun. Das ist ein Umbau, das weiß ich. Aber dennoch ist ein Umbau mit Augenmaß. Und ich sage Ihnen, die FDP verspricht Ihnen, dass alles so bleiben soll, will aber Ihnen die Sozialversicherung, die eigenständige, abschaffen. Da bin ich total dagegen, weil wir geben 4,2 Milliarden in Ihre landwirtschaftlichen Sicherungen. Unfall, Krankheit, Alter. Und wenn das in der anderen, in der normalen Regelversicherung integriert wäre, würden für ihre jungen Leute, die Nachfolger, die Prämien so steigen, dass das überhaupt nicht mehr interessant wäre. Und deshalb geht es nicht darum, wer Ihnen am meisten verspricht, sondern Ihnen ein realistisches Bild gibt und dass Sie sagen, wir können mit den Instrumenten leben, die Sie uns anbieten. Und da bin ich beim Wolf. Ich werde überall verdroschen, bei den Städtern, für meine Position dazu. Klar kann man sich freuen, dass der Wolf zurück ist, sage ich im Übrigen auch, Artenvielfalt, er war ausgerottet, er ist wieder da. Aber das heißt nicht, dass es keinen Schutz für andere Tiere geben darf. Und wenn ich in dem 5. Stock in Berlin wohne, dann finde ich das super mit dem Wolf. Aber wenn ich selber Schafe habe, die nachts gerissen werden, Pferde, die halb tot mit den Gedärmen die ganze Nacht auf dem Feld liegen, bis sie dann irgendwann getötet werden, damit sie erlöst werden vom Leid, Rinder, die angefallen werden, das gehört einfach zur Realität dazu. Der Wolf hat keine natürlichen Feinde. Und deshalb kann es auch nicht sein, zu sagen, na, dann müsst ihr halt die Zäune ein bisschen höher bauen. Die Zäune ein bisschen höher bauen ist irgendwann wieder der Stall. Und das sind die gleichen Leute, die gesagt haben, wir sind aber für Freilandhaltung, für Weidehaltung. Und deshalb glaube ich, gehört ein bisschen Mut auch dazu. Und das sage ich jetzt auch mal Richtung Herrn Backhaus, meinem Kollegen, der ist ja immer gern so dabei, aber wenn er in Berlin ist, also je weiter er von MacPom wegkommt, umso ruhiger wird er, wenn er bei Frau Schulze ist. Wenn er vor der Frau Schulze steht, dann sage ich immer, Till, wo bist du dann? Ja, dann ist nämlich nichts mehr mit dem, was er fordert und Ihnen erzählt. Wir könnten den Wolf stärker regulieren, weil der gute Erhaltungszustand, der ist erreicht. Im Saarland haben wir keinen Wolf, aber es kann doch nicht sein, dass man sagt, gesamtdeutsch mischkalkulatorisch, bei Ihnen in Sachsen, in Niedersachsen haben wir überall den Wolf und dann sagt man, naja, weil sie es in Saarland nicht haben und bei uns in Rheinland-Pfalz nur ein paar wenige, ist der Erhaltungszustand noch nicht da. Und ich weiß, wie es Ihnen geht und wir brauchen ein regionales Bestandsmanagement. Und wenn wirklich, muss ich Ihnen sagen, die Landesregierung muss auch ihrem Landrat die Zahlen liefern. Dann kann er auch reagieren. Aber wer die Zahlen nicht liefert, der will am Ende auch nichts ändern. Ich will das einfach nur sagen, es gibt immer Zielkonflikte. Man löst sie nicht, indem man ihnen aus dem Weg geht. Man muss sie ansprechen. Das ist für mich ein Punkt, den ich verdeutlichen wollte. Tierhaltung wird sich ändern, bin ich mir sicher. Aber wir müssen sie dabei begleiten, damit wir nicht nachher all das importieren, worauf wir überhaupt keinen Einfluss haben. Wir werden weniger düngen, wir werden weniger Pflanzenschutz ausbringen, aber die Ernte muss gesichert sein. Und das heißt für mich auch, dass wir Maschinen fördern, das wissen Sie auch, mit 40%
die präziser ausbringen und deshalb auch Ernten auch sichern können. Ich weiß, es gibt viel, und damit will ich jetzt auch schließen, viel Diskussionsgrundlage, aber wir werden keine Akzeptanz für eine modernisierte Landwirtschaft bekommen, wenn nicht unsere Kinder mitbekommen, wo die Lebensmittel herkommen. Immer mehr sind über Mittag auch in der Kita und in der Schule, kriegen zu essen. Aber ich fände es schon besser, wenn sie auch mitkriegen, wo das Essen, was sie da bekommen, auch herkommt. Um es von vornherein zu lernen. Und ich habe mir manche Schulbücher angeschaut und Lehrmaterialien. Das ist zum Teil erschreckend, was Kindern dabei gebracht wird. Mit Schwarz und Weiß. Und deshalb habe ich mich an die Kultusminister jetzt gewandt, dass wir auch gerne diese Lehrmaterialien auf ihre Fachlichkeit hin überprüfen. Das bieten wir an. Und damit will ich jetzt schließen und schlichtweg sagen, ja, wenn Wahlen sind, sind Politiker da. Aber sie sind das ganze Jahr so, alle, die ich hier sehe, sind das ganze Jahr über da. Nerven auch mich das ganze Jahr über, weil sie mir ständig Anliegen hier aus der Region bringen. Und das ist deren Aufgabe, dafür werden die bezahlt. Also, dass man mit dem Vater zusammen im Landtag ist, schon eine besondere Herausforderung. Also, da muss ich sagen, wird man am Arbeitsplatz noch kontrolliert vom Vater. Aber nichtsdestotrotz. Oder andersrum, das kann auch sein. Aber wissen Sie, am Ende geht es, Wahlen sind eine Hochzeit der Demokratie. Und sie müssen sich eine Meinung bilden können, um entscheiden zu können. Klar kann man schnell mal Protest wählen, aber was hat man davon? Klar kann man auch sagen, der verspricht mir am meisten, aber was hat man davon, wenn der es gar nicht umsetzen kann? Es gibt Europarecht und vieles andere. Am Ende geht es darum, dass man glaubwürdig erläutert bekommt, für was ein Politiker steht und was er einem anbietet im Gesamtpaket. Und ich bin gegen Steuererhöhungen. Die CDU sagt sehr klar, Steuererhöhungen in der jetzigen Zeit sind Gift für die Konjunktur. Und wir wollen entfesseln. Wir wollen schlanker werden in den Planungsrecht, was wir heute auch im Kabinett beschlossen haben. Was das Thema auch Baugesetzbuch angeht, TR Luft angeht. Ich könnte so viel Ihnen jetzt noch erläutern, will das aber hiermit lassen. Und ich bin aus einem Grund wirklich heute hierher gekommen, viele, viele Kilometer gefahren, habe noch einige wieder vor mir, weil es ist mir wirklich wert ist, diese Männer, die hier stehen, alle zu unterstützen. Weil die kämpfen für sie, die lassen sich auch für sie beschimpfen, aber die sind gestanden, weil ihr Bier haben sie schon leer, das geht schnell. Also die können was. Und die können aber nur etwas, wenn sie sie unterstützen. Man kann nur fliegen, wenn man Luft unter die Flügel bekommt. Sie können mit denen schimpfen, sie können sagen, was ihnen nicht passt, aber am Ende muss man wissen, wo es hingehen soll. Und deshalb sind wir da und ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Ich danke gerade den Landwirten, die draußen stehen. Das ist keine einfache Arbeit. Und das Image oder auch dieses Bauernbashing, auch wie es so manchen Kindern aus den Familien geht, das ist schon hart. Aber halten Sie durch, wir wissen, was wir an Ihnen haben. Und Sie haben nicht Landschaftsgärtner gelernt, sondern gelernt, wie Sie uns mit dem Wichtigsten versorgen, nämlich mit den Lebensmitteln. Und dafür ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Julia, für die klaren Worte. Und ich finde das auch sehr, sehr gut, wie du das gelöst hast, auch nochmal darauf hinzuweisen, wie das mit unserem Till Backhaus immer so ist. Denn wir haben es bei vielen Themen gesehen. Das eine ist, sich hier auf eine Bühne zu stellen und große Reden zu halten. Das andere ist, die Dinge auch umzusetzen. Und da sind wir heute auch auf Kurs und stehen immer voll an der Seite der Landwirtschaft. So auch jetzt in der Fragerunde, die wir noch vor uns haben. Und deswegen freuen wir uns jetzt, Sie haben sicherlich einige Punkte mitgebracht, dass wir schauen, wer Interesse hat. Wir haben ein mobiles Mikrofon dabei und freuen uns, herzliche Einladung. Wir sind nicht schüchtern, seid es auch nicht. Wer möchte beginnen? Ja, oder gerne. Ich mache mal mein Hausrecht und stelle die erste Frage, um das Ganze ein bisschen ans Laufen zu bringen. Also wir beschäftigen uns mit Tierhaltung und das war in den letzten Jahren wirklich eine Herausforderung und haben in den letzten 7-8 Jahren unsere Stallung jetzt dreimal schon umgebaut, sind in der Tierwohlschiene drin mit dem gesamten Bestand, mit Mensch-Platz-Angebot, ITW, genau, und sind auch ambitioniert weiterzugehen. Allerdings haben wir natürlich das Problem, wir sind nach Emissionsschutzgesetz auf dem gesamten Standort bis auf diesen kleinen Satelliten da hinten genehmigt, der ist im Baurecht. Dort haben wir inzwischen Schweine im Auslauf auf Stroh. Allerdings sagt mir das staatliche Amt,
Umbau so ohne weiteres gar nicht möglich, weil die TA Luft steht im Raum, auch jetzt gerade in Kraft gesetzt. Und nach den jetzigen bundesemissionsschutzrechtlichen Regelungen könnt ihr den Auslauf quasi vergessen. Auslauf sowieso und auch der Außenklimareiz, weil wenn ich eine Genehmigung einreiche auf diesem Standort, dann habe ich sofort das Problem, dass ich in die Filterpflicht komme, weil die TA Luft das aussagt. Ich muss die Luftströme bei dem Tierbestand kontrollieren. Es gibt heute noch keine Lösung, einen Außenklimareizstall oder geschweige denn einen Auslaufstall in diese beiden Regelungen zu bringen. Das heißt, wenn wir ambitioniert sind, und das sind wir Landwirte und nicht nur ich, unser Nachbar auf der anderen Seite hat gerade für über 3 Millionen Euro einen nagelneuen Kuhstall gebaut und ist jetzt durch die Kälber Transportverordnung so ein bisschen den Arsch gekniffen, in Anführungsstrichen. Ah, da hat ihr Till Backhaus zugestimmt, das ja sagen. Ja, genau. Also ich sag nur, das Verfahren dauert ungefähr 3 Jahre, bis er denn soweit ist. Und wenn dann der Stall irgendwann steht, Bauzeit auch nochmal 1,5 Jahre mit allem drum und dran, dann kommt plötzlich so eine Verordnung daher. Die Problematik, die wir Landwirte da eben dadurch haben, ist, dass wir die Planungssicherheit verlieren letztendlich, geschweige denn überhaupt erstmal, wer ein Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz mal durchstanden hat, hier sind ein paar im Raum, dann kann man nicht nur dünne Bücher schreiben, sondern Romane. Dann die Haare, die vorher schwarz waren, sind danach grau. Das ist zum Abgewöhnen. Man muss da wirklich sehr ambitioniert sein. Also wir müssen, wenn Sie diese Ziele umsetzen wollen, dann müssen wir an diese rechtlichen Regelungen ran. Wir brauchen dort Erleichterungen. Wir brauchen auch zumindest die Möglichkeit, den jetzigen Tierbestand nach neuen Tierhaltungsformen auch umbauen zu dürfen, weil ich ja den Standort nicht höher belaste. Aber es ist zurzeit so, ich muss sogar krass abbauen auf der einen Seite, was mich in einen Kostendruck bringt. Und die Mehrerlöse werden nicht über die restlichen Tiere dann rübergebracht. Also ich möchte wirklich appellieren im Namen meiner Berufskollegen, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben größere Bestände, ja, aber auch Niedersachsen und andere Länder haben die bundesemissionsschutzrechtlichen Regelungen und auch dort trifft es zu. Und ich glaube nicht daran, dass wir morgen bei uns mit 300 Schweinen dieselben Erlöse erzielen werden. Wir werden schon in einem Kostendruck bleiben. Das heißt, wir müssen auch wirtschaftlich reagieren können. Und wenn ich mir, wir vermarkten über die Edeka unsere Schweine, wenn ich mir so anschaue, was die gerne wollen, wenn ich dann meine staatlichen Ämter sehe, was ich denn darf und wenn ich dann in meinen eigenen Stall gucke, was ich denn kann, da klaffen im Augenblick Riesenlücken. Und da müssen wir wirklich vor allen Dingen politisch, ich sag mal, die Kerbe schlagen und ermöglichen, dass die paar Landwirte, die noch Schweine halten oder überhaupt Tiere halten, bei Milchvieh sieht es ja nicht anders aus und beim Geflügel, dass die bei der Stange bleiben und uns nicht alle abspringen. Wir geraten mit der gesamten Tierhaltung mehr und mehr in eine Minderversorgung im Land und ich glaube nicht, dass es Ziel sein kann, bundespolitisch, Mecklenburg-Vorpommern auch landespolitisch, auf die Tierhaltung komplett zu verzichten. Ja. Sag ich gern was und dann können wir auch sammeln, weil das jetzt viele Punkte waren. Ich hielte es für eine absolute politische Fehlentscheidung, in Deutschland auf Tierhaltung zu verzichten. In Deutschland, also der Anteil der Veganer und Vegetarier nimmt zu, ja, wir sind bei 8% etwa. Aber jetzt muss man mal sagen, nicht in MacPom, ja. Aber über 90% essen Fleisch. Jetzt kann ich sagen, ich mache ein Kühlschrankgesetz. Aber ich kann Ihnen sagen, das geht schief, das war wie bei der Prohibition. Da gab es nicht keinen Schnaps, sondern gab es schlechten Schnaps. Es wird nicht gut gehen. In der freien Gesellschaft ist es auch gut so, dass es nicht gut geht. Wir werden den Leuten nicht vorschreiben, was sie zu essen haben oder nicht. Es sei denn, wir schützen sie, wenn etwas gesundheitsschädlich ist. Also es wird Fleisch und werden tierische Produkte gegessen. Auch Eier, Milch, alles Mögliche, Joghurt etc. So, und dann gibt es 2 Varianten. Ich beziehe die regional aus der Heimat, Deutschland oder regional aus dem Bundesland. Deshalb brauchen wir auch eine bessere Herkunftskennzeichnung, dass der Verbraucher es besser erkennen kann, finde ich. Oder ich mache so, mir ist egal, wo es herkommt. Also, ich mache die Augen zu, sag, vor mir soll keine Tierhaltung sein, aber ich esse weiterhin Fleisch und dann beziehe es aus Ländern, worauf wir überhaupt keinen Einfluss haben, aufs Tierwohl. Und das finde ich bigott, ehrlich gesagt. Die Leute rausschicken, ein gutes Gefühl haben, aber am Ende dazu beitragen, dass es den Tieren gar nicht besser geht, im Gegenteil sogar schlechter geht, weil es Länder gibt, die gucken mich wie ein Auto an, wenn ich von Tierwohl spreche. Ich habe den Anspruch des Tierwohls, aber ich will, dass es sich hier rechnet und umgesetzt wird. Und da bin ich beim Thema TA Luft, aber auch Baugesetzbuch. Und beim Baugesetzbuch, also ich müsste eigentlich noch Erschwerniszulage kriegen wegen des Bundesumweltministeriums. Die sind gegen alles. Ich meine, das ist auch der einfachere Job, gegen alles zu sein.
Meine Kollegin Frau Schulze von der SPD, Parteifreundin von Frau Schwesig. Ich höre nie, dass Frau Schwesig sie mal einbremst. Das könnte sie tun, macht sie nicht. Ich meine mal, die sind eine Partei, gell? Also man kann nicht hier davon reden, wir wollen Landwirtschaft, aber lassen Frau Schulze agieren. Und loben sie als gute Ministerin. Also das müsst ihr hier mal klären, wie das denn gemeint ist in Mecklenburg-Vorpommern, Bindestrichland. Sie mir auch. Weil letztlich, ich sage Ihnen mal das Baugesetzbuch. Das Baugesetzbuch haben wir jetzt ändern können, zumindest für die Schweinehaltung. Aber das reicht mir nicht. Denn wenn Sie heute Ihren Stall umbauen wollen, Sie haben ja Bestandsschutz. Und wenn Sie ihn aber umbauen wollen und wollen gar nicht den Bestand erweitern, sondern nur umbauen für mehr Tierwohl, dann kriegen Sie wahrscheinlich gar keine Genehmigung mehr. Und das ist das Problem. Weil ich sage, wenn doch, also wir verhindern doch mit den eigenen Gesetzen, dass mehr Tierwohl umgesetzt wird. Wie paradox ist das denn? Ich habe mein Gesetz durchs Kabinett gekriegt, gegen den Widerstand von Frau Schulze. Und SPD-Abgeordnete, auch aus Mecklenburg-Vorpommern, haben verhindert, dass das durch den Bundestag gegangen ist. Ich finde das echt ein Problem. Auf dem Rücken der Tiere, auf dem Rücken der Tierhalter. Zweiter Punkt, Thea Luft. Ja, Leute, so ist das Leben. Es gibt Zielkonflikte. Will ich Tierwohl haben? Die allermeisten erzählen uns, das Schönste ist, wenn die Tiere draußen rumlaufen. Grundgefühl, mehr Tierwohl. Ja, aber klar, ein Tier ist ein Lebewesen, dann haben wir auch Emissionen. Aber ich kann da nicht auf der einen Seite sagen, alle Tiere sollen draußen sein, aber es darf keine Emissionen geben. Das sind die gleichen NGOs, die heute Morgen Freilandhaltung fordern und die am Nachmittag fordern, dass die Emissionsauflagen so hoch sind, dass Freilandhaltung von morgen gefordert, am Nachmittag überhaupt nicht möglich ist. So, und da gehört Ehrlichkeit der Politik dazu. Und darum kämpfe ich, dass wir sagen, lasst uns bitte eine Prioritätensetzung vornehmen. Und ich finde, Tierwohl geht vor Emissionsschutz. Das ist der Punkt. Und wir forschen dran, und ich sage es jetzt mal, Methanausstoß. Weiß nicht, die Rinderhalter sind, die wissen das. Neuseeland forscht da intensiv dran, da war ich schon vor Jahren, und wir machen das jetzt auch, aber schon länger. Durch eine andere Fütterung der Enzyme, Sie kennen das, kann ich auch den Methanausstoß auch regulieren. Und es geht mit Forschung, es geht mit neuen Technologien und im Übrigen auch mit neuen Pflanzenzüchtungen. Aber ich kann nicht sagen, weniger Pflanzenschutz, bitte Erntesicherung, Klimaresilienz und nur regional. Aber die neuen Pflanzenzüchtungen wie CRISPR-Cas etc., die darf ich nicht nutzen. Ja, wie soll es denn gehen, wenn nicht zaubern? Ich kenne keinen, der zaubern kann, also zumindest nicht irdisch. Und das ist für mich so ein Punkt. Wir haben das sehr klar beantwortet, Philipp, noch Michael, in unserem Wahlprogramm. Sehr, sehr klar in dieser Sache. Und dann haben Sie gesagt, Planungssicherheit. Da muss ich Ihnen aber jetzt mal ein bisschen, das ist ein Schlagwort, da kriegen Sie überall Applaus, wie bei Entbürokratisierung. Nur wenn es konkret wird, liebe Freunde. Des einen Bürokratie ist des anderen Risikoabsicherung. Unsere Gesetze, wenn wir die reingeben, die Verbändeanhörung, sind immer schmäler, als wie wenn sie zurückkommen von den Verbänden. Weil der eine sich im Übrigen auch in der Baubranche immer noch mal absichern will gegenüber dem Nächsten. Planungssicherheit. Liebe Leute, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, irgendwann gibt es neue Bestimmungen. Und wir können nicht jedem Landwirt, der jetzt den Stall baut und der andere baut es in 10 Jahren und der nächste in 5 Jahren, wenn jeder planungssicher, dann heißt das ja, nie mehr ändert sich was. Was wir, ich bin bei Ihnen bei der Frage, wenn wir jetzt das System, Stichwort Borchert-Kommission, die ich ja extra eingesetzt hatte, umsetzen. Das heißt, höhere Tierschutzanforderungen, aber wir haben es quantifiziert, was das kostet, 4 bis 5 Milliarden Euro jährlich. Das müssen wir den Landwirten an Investitionen geben, sonst klappt das nicht. An der Theke wird das nicht allein bezahlt. Dann, da bin ich bei Ihnen. Wer dann nach diesen Kriterien umbaut, der braucht dann länger als 7 Jahre, das habe ich ja erreicht, braucht dann diese Investitionssicherheit. Und deshalb will ich, dass wir als Staat mit Ihnen einen Vertrag als Landwirte abschließen. Und dann ist das eine gewisse Planungssicherheit, aber dass sich was entwickelt. Das, manchmal wird Planungssicherheit gleichgesetzt mit, es darf sich nicht mehr was ändern. Da müssen wir, glaube ich, auch gucken. Das hatte ich. Und letzter Punkt, Sie haben ITW angesprochen und den Handel. Ich meine, das, was Aldi macht. Super PR-Nummer. Haben Sie mitbekommen. Nur noch Tierwohlstufe 3 und 4. Super Sache. Nur über Nacht kommt nicht jeder auf Stufe 3 und 4. Emissionsrecht klappt schon mal gar nicht. Ja? Baugenehmigung klappt gar nicht. Das heißt,
Aldi will sich den Rahmen des guten Images abschöpfen. Das sollen sie gerne machen, aber bitte dann auch beantworten, dass sie die Umstellung auch bezahlen. Dass sie dann auch das zahlen, was es mehr kostet, ehrlich gesagt. Weil ich mache mir die Gedanken und bin in Brüssel unterwegs, dass wir da ein Okay kriegen, wie wir die Stelle umbauen können und wie ich die Landwirte fördern kann langfristig, weil der Verbraucher zahlt das nicht alles. Aber Aldi hat auch die Verbraucher dazu erzogen, dass es um Centpreis geht, wenn es ums Fleisch geht. Also das ist so mein Punkt. Also da müssen wir auch Tacheles reden und am Ende sagen, ja, ihr kriegt das, was ihr wollt. Die Bauern liefern euch eigentlich alles. Ihr müsst aber dann auch zahlen, sonst geht's nicht. Ja, vielen Dank, Julia. Jetzt herzliche Einladung. Wer traut sich, wer möchte? Das Mikrofon kommt. Und geht auch ohne, geht wie ihr wollt. Sie waren Bauernpräsident. Ja. Oh, nie das Mikro aus der Hand geben. Jetzt bin ich AD. werte Ministerin, werte Abgeordnete oben, ich bin von Hause aus mit Leib und Seele Tierproduzent. Aber das, was mir in den letzten Jahren so untergelaufen ist und was ich so mitgekriegt habe, komme ich zu der Auffassung, dass die Tierproduktion in Deutschland wahrscheinlich keine richtige Zukunft mehr hat. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Egal in welche Richtung. Ich brauche jetzt nur diese Tierschutz-Kälber-Transportverordnung nehmen. Schon alleine das Wort ist eine Katastrophe. Und wenn man sich überlegt, was da auf uns zukommt, und da habe ich die Bitte, da müssen Sie dafür sorgen, dass diese Schutzverordnung für den Transport, so wie sie im Moment angedacht ist, nicht kommt. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, dass das auch gar keinen Sinn macht am Ende, weil ja nicht nur wir als Rinderhalter davon betroffen sind, sondern es sind ja auch die Messer am Ende davon betroffen, die da auch drunter leiden. Und so sind viele andere Dinge auch. Nochmals zu den Baugenehmigungen. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel in der Rinderhaltung gebaut. Aber das, was ich jetzt erlebe, wenn ich was bauen will, brauche ich 4-5 Jahre Vorlauf. Und dann ist mir das Bauen vergangen. Ich sage Ihnen das mal so offen. Und man kann doch nicht dafür sorgen, dass wir nur darüber nachdenken, unsere Bestände zu senken. Gerade in so einer Gegend, wie wir hier sind, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir brauchen Arbeit. Und Tierwirtschaft ist arbeitsintensiv. Ich habe nichts gegen die Ackerbauern. Ich bin auch Ackerbauer. Aber die arbeiten nur in gewissen Zeiten. Und Weihnachten sind sie zu Hause und wir nicht. Und deswegen brauchen wir da klare Regeln, dass wir auch eine vernünftige Zukunft haben. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil das ist das, was uns in den Nägeln brennt. Und da nützen schöne Worte gar nichts. Wir brauchen schlicht und einfach jetzt Taten. Vielen Dank, Herr Tietpel. Wir sammeln. Wer möchte noch? Marco. Wollte schon sagen, so schüchtern kenne ich euch doch sonst alle gar nicht. Ja, liebe Frau Ministerin, liebe Julia, heute bin ich nicht als Vortragender hier, sondern mal als Bittsteller sozusagen. Bittsteller ist falsch. Folgendes Problem, die BLE ist zuständig für das Förderprogramm CO2-Einsparung und da gibt es einen Haufen Probleme hinsichtlich der Terminierung der zeitlichen Abfolge. Wir haben letztes Jahr im Dezember einen Antrag gestellt auf Förderung und wir haben bis heute noch keinen Bescheid. Das ist ein bisschen unbefriedigend und da würde ich darum bitten, dass da mal der Finger drauf gelegt wird, dass da ein bisschen mehr Drive reinkommt. Und da wird ja auch künftig das Digitalisierungsprogramm, Förderprogramm angesiedelt, habe ich gehört. Also nicht, dass die Jungs da nachher überfrachtet und die Mädels natürlich auch überfrachtet sind. Also da würde ich darum bitten, dass da mal drauf geachtet wird. Und dann die Förderung der Bauernmilliarde, in Anführungsstrichen, so wie ich es mal salopp sagen. Da ist auch, könnte auch ein bisschen mehr Drive rein aus unserer Sicht. Wir haben auch Anträge für 2022 gestellt. Da ist bis heute überhaupt gar nicht klar, wie mit den Anträgen umgegangen wird. Also das wäre für mich als potenziellen Investor sehr interessant, wenn ich von der Rentenbank eine Information bekommen könnte, ob ich denn schon bestellen kann oder nicht. Sage ich gern was. Schon mal zu den zwei Wortmeldungen. Also erstmal zum Thema Tierproduktion in Deutschland. Also sagen wir so, wir sind schon noch weit entfernt davon, dass wir keine Tierproduktion hätten. Gucken wir uns mal Geflügel an in Deutschland. Naja, müssen wir schon sagen, bei Schweinefleisch sind wir bei der über 100% Selbstversorgung. Also müssen wir jetzt mal ganz offen auch reden. Wir müssen ein bisschen Acht geben, dass wir nicht immer gleich, ich kenne das, man ist schnell dabei, damit man es auch richtig versteht als Politiker, malt man es ein bisschen dramatischer dann. Also
Wir werden Tierhaltung immer in Deutschland haben, es sei denn, es isst keiner mehr tierische Produkte, aber wir werden es hier halten. Aber es ist eine Umstellung, die wir haben. Ich habe meine Kollegin aus den Niederlanden getroffen, die Carola Schuten, war bei ihr. Das ist massiv, was da gerade passiert. Und Sie wissen das. Mir erzählen immer meine deutschen Landwirte, die in Holland und in Frankreich dürfen viel mehr wie wir bei Ihnen, Frau Klöckner. Dann kommt mein französischer Kollege und sagt, die sagen mir immer bei der Klöckner, da dürfen die alles. Und dann kam die Carola Schuten hier, meine Landwirte haben dir ja Blumen geschickt, weil sie sich bedanken, weil du setzt dich wenigstens für Landwirte ein, ich würde es nicht tun. Seht ihr, so geht dieses Reihum-Spiel. In den Niederlanden werden gerade Betriebe richtig rausgekauft, dass sie aufhören, weil nicht mehr gebaut werden kann. Also wir haben an einigen Regionen ein Problem mit Intensivtierhaltung. Und das benenne ich auch. Und da haben wir auch Probleme. Aber wir brauchen eine dezentrale Tierhaltung. Und jetzt die neuen Bundesländer oder Mecklenburg-Vorpommern ist ja nicht sehr geprägt durch Tierhaltung. Aber wir halten jetzt auch keinen davon ab, sondern die Leute, genau wie Sie das sagen, überlegen sich auch die jungen Leute Work-Life-Balance. Die sagen sich auch, wir erkennen einen Landwirt auf der goldene Hochzeit und bei der Feier, wenn die ab in den Stall müssen alle. Regelmäßig, wenn die anderen sich zum Essen hocken, gehen die Tierhalter ab in den Stall. Das ist schon für viele nicht mehr so attraktiv, muss man klar sagen. So, und deshalb meine ich auch, wir müssen, also ich habe nichts dagegen, dass wir die Tierzahl an die Fläche auch binden. So ist der Kreislauf auch gegeben und da bin ich auch dabei. Und deshalb, wir fördern jetzt im Übrigen die Tierwohlstelle und da wird richtig Geld gerade abgerufen. Die 300 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr. Das fließt richtig gerade, das Geld. Also Leute wollen investieren in der Landwirtschaft, in die Tierhaltung und sie nehmen dieses Geld gerne, weil sie wissen, es hilft ihnen. Zweiter Punkt, die Tierschutz-Kälbertransportverordnung. Also sei jetzt mal eins, wenn der Bundesrat mit einer sehr großen Mehrheit, inklusive Mecklenburg-Vorpommern, das entscheidet, dann kann der Bund nicht sagen, für mich spielt der Bundesrat keine Rolle. Also das will ich nur mal sagen, das ist... Also da wird der Bund, dann, also die Länderkammer hat ihre Berechtigung. Ich kann nur sagen, bei dieser Transportverordnung hat mein Ministerium sehr frühzeitig gesagt, welche Folgen das hat. Und in der Begründung der Anträge wurde explizit gesagt, ja, das erkennt man an, die Probleme, aber man will diese Umstellung. Also da kann ich nur sagen, bitte Richtung Schwerin in dieser Sache. Dann die Frage, wir wollen Taten sehen. Da müssen wir auch ein bisschen Acht geben. Wir haben so viel in dieser Legislaturperiode gemacht. Also, wenn das keine Taten sind, nur mal ein Beispiel bei der gemeinsamen Agrarpolitik Europas. Alle Gruppierungen, auch die Zukunftskommission Landwirtschaft, hat zu Beginn gefordert, die zwei Säulen abzuschaffen. Direktzahlungen weg. Wir alle wissen, was das geheißen hat, vor allen Dingen für Mecklenburg-Vorpommern. Also, ich glaube, die Taten haben sie gesehen. Die zwei Säulen gibt es noch. Und ja, es wird Einschränkungen geben. Aber Leute, es kann doch nicht bedeuten, dass wenn wir einen großen Nettozahler verlieren, wie Großbritannien, und das Budget eigentlich sinken müsste für die Landwirtschaft, wir gekämpft haben, dass das Budget sogar auf gleicher Ebene verbleibt im Übrigen, und wir jetzt auch noch die Ökosystemleistungen, nenne ich es mal, honorieren für die Landwirtschaft, dann finde ich, sind das Taten gegen die Mehrheit der ganz großen Masse, die gefühlt was anderes gerne gehabt hätten. Die Investitionen, da will ich gerne, Marco, auch danke für deine Arbeit im Bundesfachausschuss bei uns. Er ist Fachmann, wirklich. Ich sage jetzt mal die Bauernmilliarde, ich nenne das Investitionsprogramm. Also recht machen kann man es den Landwirten nicht, um es mal kurz zu sagen. Ich hatte die erste Förderung gehabt. Also wir haben ja mehrere, wir haben 800 noch was Millionen Euro. Die können gerade in einem Jahr ausgegeben werden. Es macht auch gar keinen Sinn. Warum? Weil die Landmaschinentechnik überhaupt nicht hinterherkommt. Ich kann das ja haushalterisch überhaupt nicht in einem Jahr machen und sagen, in 4 Jahren wird geliefert. Das geht doch gar nicht. Und wir haben mit der Landmaschinentechnik und mit dem Berufsstand besprochen, was wir in welchen Jahren ausschütten. Bei der ersten Förderrunde gab es so viele Anträge, so einen Ansturm, dass das System zusammengebrochen ist von der hochkompetenten landwirtschaftlichen Rentenbank. Dann haben wir das System anders aufgebaut. Dann haben sich die meisten beschwert, dass das Windhundverfahren gilt. Dann hat der Bauernverband gesagt, ja, und auch andere, probiert es doch anders, nehmt doch erstmal alle an
und dann schauen wir, wie das Antragsvolumen ist, wer was bekommen kann. Und dann gibt es die Zuschläge, weil es werden alle Zuschläge bekommen im Laufe der 4 Jahre. Nur, ich kann dir jetzt noch gar nicht sagen, was du im nächsten oder übernächsten Jahr bekommst. Du bekommst Rückmeldung von der BLE. Aber da muss ich wirklich die BLE echt in Schutz nehmen. Denn wir können nicht was für Haushaltsjahre jetzt Bescheid geben, dann stimmt das System gar nicht. Also vor allen Dingen die Landmaschinenhersteller kommen gerade nicht nach. Das zeigt aber, dass wir einen Nerv getroffen haben. Landwirte wollen investieren. Und es gibt 40% vom Staat. Ich finde, das ist schon Taten. Also 40% ist ein Wort, muss man jetzt ehrlich sagen. Ich sehe kein Nicken. Das finde ich... Ja, aber Sie kriegen schon noch Antwort. Naja, aber warten Sie noch mal, passen Sie acht. Ich kenne das... Na, wir hatten das System anders. Nochmal, man kann es keinem recht machen. Ja. Ja. Nein, wir werden das... Also, glauben Sie mir, wir haben das mit auch Ihrem Berufsstand sehr durchdacht, wie wir das machen. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Man darf nicht nur an sich denken. Man muss auch den Rest der anderen, die auch Anträge stellen, betrachten. So, und wir hatten die erste Förderrunde, da war Windhundprinzip. Die, die was gekriegt haben, waren ruhig, die anderen haben sich beschwert. Und jetzt machen wir das anders. So, und es wird 4 Antragsrunden geben. Und ich sage, wenn Sie wollen, werden Sie dabei sein. Man ist vielleicht nicht bei der ersten dabei oder bei der zweiten dabei, aber seien Sie froh, dass ich Ihnen 800 Millionen, es ging um Taten, 800 Millionen Euro geholt habe, die überhaupt nicht vorgesehen waren. Und das mache ich, damit Sie es schaffen können, 40% weniger Pflanzenschutz oder Düngemittel einzusetzen. Also insofern sage ich manchmal ein bisschen Geduld, aber wir kriegen es hin. Der Punkt nehme ich aber nochmal mit. Marco, du hast jetzt nochmal, dein Punkt war noch was anderes, was du beantragt hattest, gell? Das war die Energie. CO2. Wenn du bitte mal mit Herr Bohm, wenn Sie gerade die Kontakte nochmal austauschen, ich frage am Montag, oder nee, was haben wir heute? Heute haben wir Mittwoch, morgen fragen wir mal nach und dann kriegst du Antwort dazu. Ja, okay. Vielen Dank, liebe Julia. Meine Damen und Herren, wir haben 2 Möglichkeiten jetzt. Jetzt kann sich entweder einer noch exponieren und eine Frage stellen oder wir geben der Ministerin 10 Minuten für nette Gespräche. Ich wäre für Letzteres. Es sei denn, jemand möchte. Super. Dann hat das Schlusswort unser Landesvorsitzender und Spitzenkandidat Michael Sack. Ja, liebe Julia Klöckner, ganz herzlichen Dank. Die Themen der Landwirtschaft sind nicht einfach, waren es aber auch noch nie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich möchte mich bei allen bedanken, die heute hergekommen sind. Das Wetter hat gehalten, das war beim Vortermin nicht ganz so, da sind wir reichlich nass geworden. Und ich möchte allen danken und ein Stück weit die Bitte damit auch verbinden, tragt diese Runde, die Diskussion ein Stück weiter unter den Kollegen im Berufsstand. Denn eines muss klar sein, wir wollen seitens der CDU, dass sich die Landwirtschaft weiterentwickelt, dass wir unsere Verbraucher, für die wir das alles produzieren, glücklich sind und sich zufrieden fühlen mit dem, was hier auf den Feldern wächst und in den Ställen gedeiht. Und das ist, glaube ich, rübergekommen heute, dass es bei Julia Klöckner in guten Händen ist, wenn es auch schwierig ist in den Abstimmungsrunden, die wir mit der EU haben, die wir aber auch unter den Ländern haben. Und man sieht eben, glaube ich, in den Ausführungen auch manches, was uns hier auf der Landesebene zurzeit verkauft wird, eben gerade von unserem Minister, der langjährig, denke ich, gute Erfahrungen gesammelt hat, kommt auf der Bundesebene ganz anders an. Und ich denke, das sollte uns auch nochmal zum Nachdenken gereichen und vielleicht an manch einer Stelle auch mal die nötigen Fragen zu stellen. Ganz herzlichen Dank allen, dir ganz besonders, dass du heute hier zu uns in den Nordosten gekommen bist. Du siehst, hier ist der Horizont weit, die Felder groß, die Technik umso größer. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank und Vater Josef natürlich auch, dass wir heute hier sein durften. Allen einen herzlichen Dank. Ich wünsche allen für den Mais und die Rüben sind es im Wesentlichen noch eine gute Ernte und wollen wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt noch eine kleine Runde unter uns allen. Co-Produktion. Ja. Ey, super, Walter Oster kennen Sie, glaube ich, auch. Ja, klar. Und der hat sich bei uns in Mülz niedergelassen, cool. Mit 2 Wohnsitz. Danke.
und produziert mit uns zusammen Torf-Whisky, Wein. Super, Torf-Whisky, super. Freue ich mich. Nehmen wir mit. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut, dann machen wir was. Super, kommt mal gehen unter die Leute. Super. Dankeschön, ja, da freue ich mich. Sehr gut, sehr gut. Danke, alles Gute euch. Dankeschön. Viel Erfolg. Ja. Und wir haben, weil du vorhin über die Weinberge in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben vorhin auch gesagt, ich hätte ein Glas Bier in der Hand. Dabei baue ich auch noch Wein an. Ehrlich? Was haben die Weißer? Oh, ein Phönix.